So Leute, willkommen zurück zu U G O Forbidden Memories 2. Ja, siehst du, so geht das. Perfekt. Beim letzten Mal hat uns diese komische AI die Frau fertig gemacht. Und, ja, ist wie so ein kleines Mädel. Also, was heißt klein, aber Mädel. Frau klingt irgendwie, weiß nicht. Ich weiß nicht, die ist doch bestimmt schon 18. Was weiß ich? Wer weiß. Wer bin ich, dass ich urteile? Ja. Wer ist sie, dass sie schon wieder so einen Mist macht? Oh, Schreck, die Sandhexe. Aber sie hat mal wieder Angst vor unserer Falle. Was waren das denn eigentlich? Ist das wieder Gebirge oder ist das Raigeki? Das ist Raigeki. Okay. Ja, dann kann sie diesmal mal auch Angst vor der Karte haben, nur halt nicht in dem Kontext, in dem sie gerade Angst hat davor. Aha. Oh, das könnte was geben. Nö. Leider nein. Und nicht mal Venus, aber es wäre eh nicht Venus gewesen. Provokation ja, pur. Ja. Oh, Kacke, da kommt er wieder. Da ist er wieder. Dann wird sie jetzt angreifen. Und wenn nicht, dann... Okay. Fluch des Drachen. Ich bleib dabei. Haben wir immer noch nicht zusammen. Ja. Venus, ich bleib dabei. Hab hier. Das Biber ist gleich. Hab hier ein Biber. Naja, Nekogal. Soll ich das Vieh einfach frittieren? Die kannst du doch einfach wieder bauen. Ja, aber dann haben wir es erstmal weg. Ja. Und sobald sie merkt, dass wir keine Falle haben. Ja, jetzt merkt die es doch eh, dass wir keine Falle haben. Ja, weil wir jetzt keine Falle mehr haben. Ja. Wir hatten doch nie eine Falle. Ja. Aber sag ihr das nicht. Jetzt weiß sie es doch. Meinst du wirklich, sie weiß es? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Monstrous Bird. Ich will auch mit jedem Zug irgendein 2000er Vieh. Ja. Ja, das tut sie. Und wir? Wir nicht. Wir nicht, richtig. Also sehr gut beobachtet, bin stolz auf dich. Wäre echt schön, wenn das mal passieren würde. Nicht mal ein Würfeltier? Oder auch nicht. Tja. Komm, er gibt irgendwas, was wir tot kriegen. Uranus. Kriegen wir Uranus tot? Ich weiß es nicht. Wir bräuchten einen extremen Vogel dafür. Wogegen ist denn Uranus schwach? Vogel. Tja. So, komm, jetzt gib irgendwas. Da rettet uns nicht mal ein Fluch des Drachen. Oh Gott. Jetzt auch noch ein Aqua-Drache. Ich hätte gern noch 3 Raigeki, bitte. Ich. Zum hier essen. Auch, ja. Sie ist einfach zu stark. Ich hätte eine Idee. Sie ist zu stark. Ich hätte eine Idee, aber die funktioniert bloß, wenn wir Gebirge ziehen.
Viel schlimmer als jetzt kann es doch wohl nicht werden. Beim Gebirge konnten wir unseren Flug des Drachen tatsächlich stark genug machen und wir haben einen auf der Hand. Wir sind erledigt. Wir überstehen nicht mal die Runde. Oder? Ganz knapp, doch, ganz knapp. Mit 150 Lebenspunkten. Nee, mit mehr, ach Gott, ich habe mich total verrechnet. Ich habe auf seine Lebenspunkte geguckt. Gut, können wir vergessen. Vielleicht kriegen wir einen Superdrachen raus. Wovon träumen wir für Nacht? Von Superdrachen. Oha! Schade. Gut, wir kriegen nichts davon. Aber wir haben den 2000er. Und sie klopft jetzt ihr nächstes 2000er. Nee, das ist nein. Das einzige unter 2000. Kann dann halt ein 1000er, 100er. Es kann uns egal sein. Sie hat drei über 2000 Punkte. Das ist gefährlich. Dieses... Aha. Was sind wir, Wolf? Erledigt. Mhm. Absolut. Ich weiß aber auch gar nicht, was wir noch farmen sollen, um die platt zu kriegen. Ich weiß es nicht. Wollen wir wieder gegen unser Spiegelbild gehen? Mal gucken, ob der irgendwas drauf hat. Naja, vielleicht sind die paar Kärtchen, die wir gesammelt haben, die du da geändert hast, vielleicht bringen die ja was. Ja, komm, können wir mal machen. Schauen wir einfach mal. Ich meine, theoretisch haben wir ja starke Fusionen, das wissen wir ja. So, mein kluger Block ist bereit. Dein kluger Block ist bereit, das ist schön. Soll ich ihn wieder mit einer Falle baiten? Ja, mach. Mit der ominösen Superfalle, die wir da haben. Ja, ja, Vorsicht, aber er spielt das gleiche Deck wie wir, er sollte eigentlich wissen. So, Urabi plus das 1750er Vieh. Okay. Ich habe da jetzt etwas Spektakuläreres erwartet. Ich auch. Das... Irgendwie... Macht es mir nicht wirklich viel Mut. Wenn selbst der aus den 1750er Phoenix anstrengend machen kann. Ja, das stimmt. Macht es dir mehr Mut, dass das... wir auch nichts daraus kriegen? Warum gehst du in Verteidigung? Denkt er bestimmt... Ne. Wir haben aber 1900 Verteidigung. Er kommt nicht durch uns durch. Oh, stimmt. Okay, Cyberjar plus Cyberjar plus den da ergibt... Metall... Diebschal. Krieger 1900. Wieder nur 1900. Ich glaube, ich muss uns bessere Wasserviecher fahren. Mhm. Ja. Den kennen wir. Aber vielleicht mit dem Wolf zusammen? Naja. Nee, nix. Wir haben den ersten Schaden gemacht. Gegen unser eigenes Deck. Ja. Pinguinkrieger plus Morphing Jar. Plus Lamoon. Plus Lamoon. Ich glaube, unser Deck ist einfach Müll. Kann das sein? Kann sein. Oder der Typ fusioniert schlechter als wir. Ja, oder er hat einfach kein Futter für gute Fusionen. Was bei uns ja auch irgendwie sehr oft der Fall ist. Ja. Los, komm, jetzt der riesige Dino-Krieger. Verdammt.
Der Risiko-Dino-Krieger. Weißt du, anfangs hatte ich noch Hoffnung in Urabi, aber bis jetzt gab es nur eine Situation, in der er hilfreich gewesen wäre. So viele schon. So, was ist das jetzt? Also, Greif plus irgendwas? Plus Tau? Plus Feuer, viel Feuer. Oh, kann's vergessen. Aber Venus. Venus ist immerhin etwas. Ich bringe halt auch nur gegen die eine Kante was. Ja. Unser Bluff ist aufgeflogen. Gut, das heißt, ab jetzt brauchen wir Monster, die wirklich kämpfen können. Ich habe einen Zombie-Drachen anzubieten. Oh. Super. Und noch irgendwas anzubieten. Alles, was hier raus wird. Ich schreibe es schon nicht auf, weil ich bin davon überzeugt, dass hier nichts Gutes rauskommt. Ja. Wir verlieren immerhin. Ja, aber das ist nur, weil wir gegen unser eigenes Deck spielen, was auch falsch ist. Also. Greif plus schmelzender Zombie. Dein Fire Dragon plus den ergibt Fluch des Drachen, okay. Okay. Ist gleich Fluch des Drachen. Also im Grunde ein guter Drache plus Zombie-Magier. Ja. Gleich Fluch des Drachen. Heißt es, dass Komori-Drache plus Zombie-Magier auch Fluch des Drachen gibt? Ich glaube ja. Gut. Ein Wunder geschehe. Nö. Fuck, der hatte das Falsche. Der hat das extra geändert, der... Der wusste, dass ich ihm auf den Leim gehe. Was soll daraus jetzt werden? Komori-Drache. Selbst wenn... der... Computer... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Computer kriegt nicht mal gute Fusionen hin. Und wir verlieren trotzdem. Gegen unser eigenes Deck. Ja, aber nur, weil wir kacke sind. Und weil unser Deck kacke ist. Ja, ist es. Stimme ich voll und ganz zu. Ich weiß aber nicht, wie wir es besser machen. Sag mir, was ich farmen soll, und ich farme es dir. Oh, ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Wir haben doch gar keine... Wir haben doch nicht mal eine Strategie. Wir haben ja keine Ahnung. Richtig. Das ist unser Hauptproblem. Also theoretisch, ich kann Unterwäldler farmen, ich kann Wasserviecher farmen, ich kann Maschinen farmen. Ich brauch bloß irgendwas. Ich kann's dir auch nicht sagen. Och je. Das ist ja. Doch halt auch komplett unfair. Dass die Computer alle Fusionen kennen und wir nicht. Ja, das ist wirklich gemein. Okay, schreib dir die auf. Okay. Was war das jetzt? Fein. Schreib dir die auf. Ja. So, Leute, ich blende euch kurz mal die Fusionen ein. Ja, was war das? Fiend Reaction plus Mystical Capture Chain.
Plus Mystical Capture Chain. Plus Armored Zombie. Armored Zombie ist gleich 2100er Viech. Gut. Das heißt, nicht gut. Wir haben verloren. Gegen unser eigenes Deck und es hat nicht keinen einzigen 2000er gespielt, außer Blut des Drachen. Und am Ende halt dieses eine Viech. Aber da war es doch eh schon um uns geschehen. Aber gut, jetzt haben wir was gelernt. Ja, aber wir haben gelernt, dass unser Deck scheiße ist. Egal, auch mit einem schlechten Deck, wir versuchen es nochmal. Ein letztes Mal für heute. Und dann farm ich erstmal wieder. Dann kann ich ja versuchen, noch ein paar Drachen zu farmen. Ein paar bessere Drachen, meine ich. Ja. Dass es am Ende doch wieder Drachen werden, ist so schlimm. Oh. Kappa Avenger. Diese Zombie-Hexe war doch irgendwie gut. Ja, wir könnten theoretisch einen 1800er rufen, den hebe ich uns aber noch auf. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Moment, die beiden ergeben auf jeden Fall was. Warum mache ich das dann so? Okay. Ein Tiefseehai. Könnte schlechter sein für den Anfang. Ich sag dir, ich farm die für ihre 1700er so ab, wenn wir die irgendwann mal platt kriegen. Oh, 2000er spielt sie. Wie schön. Monströser Vogel. Besiegbar über Natur. Sie kann uns nicht angreifen. Ich hoffe es. Also ich hoffe es mal. Oh oh. Ich bezweifle es. Oder vielleicht ja doch. Vielleicht will sie erst noch ein zweites dickes Viech auf. Nein. Nein. Sie hat es kapiert. Gut. Sie hat es kapiert und wir werden krepiert. Ja, wir krepieren. Außer wir kriegen jetzt das Nature-Vieh. Ja. Und, wovon träumst du nachts? Von Nature-Viechern, schon klar. Hin und wieder. Nope. Nee, es hat auch als Zweitding leider nicht Natur. Es ist aus... Ja, es ist ein mechanisches Vieh. Ja, ich weiß, es ist... Also wenn es irgendwas als Zweites haben wird, dann vermutlich nicht Natur. Garantiert nicht. Oh hey, mach mal geilen Drache, schön. Dich habe ich vorhin versucht zu machen. Kannst du irgendwie so Fusionen in diesem Spiel über den Komori-Drachen gehen? Hä? Kann es sein, dass alle guten Fusionen in diesem Spiel über den Komori-Drache gehen? Nee, ihr komischer Vogel ging nicht darüber. Ah ja, stimmt, hast recht. So, vielleicht haben wir ja jetzt eine Chance. Bezweifle es. Ach ja, magische Tomate und Vogel. Ja, mystische Tomate. Ne? Das ist mir so egal, ob das eine mystische oder eine magische Tomate ist. Sie tritt uns in den Hintern. Komori-Drache wäre jetzt perfekt. Wir haben nicht ein einziges Pünktchen Schaden auf sie gekriegt. Nicht ein einziges kleines Pünktchen. Gar nichts. Haben wir auf sie gekriegt. Nichts. Nichts. Null. Nada. Niente. Okay. Auch nicht. Verdammt, sie hat nicht das richtige Element. Und wenn ich unsere Berge aktiviere, wird der dämliche Vogel stärker. Oje, oje. Dreck. Dreck, 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 Dreck! Ich hab das Gefühl, ich sollte Wasser- und Flugviecher farmen.
Wahrscheinlich eine gute Idee, ja. Wie ging das eine 2600er, was sie sich da gebaut hat? 2500er? 2100er. 2600 ja, richtig, wurde ja. es durch unser Feld. Ja, 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 ja. Mehrere Vögel zusammen manchen. Gut, Leute, das war's für diese Woche. Ich gehe farmen. Lasst uns doch ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich genug Wasser und Vogelfiecher habe und mal gucken, was Bakura noch so ausspuckt. Bis dann. Tschüss. Ja, bis dann.